Vielen Dank. Wir haben auch schon gewusst, dass hier nicht einfach wird und das hat sich auch bestätigt. Ich war auch selber gegen Osnabrück hier im Stadion und habe gesehen, dass auch Münster richtig gute Mannschaft hat. Die beide Niederlage, ob da unverdient sind, kann ich auch nicht sagen. Horst kann auch das besser bewerten. Aber wir haben auch gewusst, dass gegen uns eine Mannschaft spielt, wo auch genauso ähnlich wie wir Ballbesitz haben möchte und auch gute Einzelspieler hat in seiner Reihe. Wir haben gesagt, nach unserem Spiel gegen Paderborn, dass wir auch englische Woche erfolgreich bestehen wollen. Wir haben auch jetzt zwei Auswärtsspiele, zwei sehr schwere Auswärtsspiele gehabt in Osnabrück und auch heute in Münster. Beide mit Unentschieden beendet und ich denke auch, vom Punktzahl kann man zufrieden sein, aber bei beiden Spielen war mehr für uns möglich, wenn ich auch sehe unseren Spielverlauf bei den beiden Spielen. Und ja, ich sage ja auch jetzt, wenn wir auch am Wochenende gegen Mainz gewinnen zu Hause, was auch unser Ziel ist, dann haben wir wieder diese Zweierpunktschnitt und das auch ist sehr ordentlich ein Start. Eine Situation muss ich auch ansprechen, die Situation, wo Gastgeber Elfmeter bekommen haben, laut unserer Spieler war auch davor Schuss vor dem Handspiel. Und wenn dann natürlich schließlich solche Entscheidung getroffen hat, können wir auch nicht ändern, aber natürlich ist es auch bitter. Aber wie gesagt, wir müssen auch unsere Chancen, und wir haben auch heute reichliche Chancen gehabt, 2-0 zu führen und das Ding zu beenden. Und leider haben wir nicht so ausgenutzt, wie ich habe mir. Vielen Dank. Ja, zum ersten Tor, zum ersten Punktgewinn ist natürlich für mich auch ein besseres Gefühl als zuletzt. Ich glaube, dass die Mannschaft ein bisschen durchgerüttelt worden ist in den letzten paar Tagen und sich doch relativ fokussiert gezeigt hat nach dem letzten Spiel, der Vorbereitung auf dieses Spiel. Und ich glaube, dass ein Mannschaftsgeist jetzt im Team ist, der uns weitere Punkte bringen wird in der nächsten Zeit. Ja, wir haben gegen starken Gegner heute gespielt. Das hat man gesehen, dass der MSV eingespielt ist. Obwohl sie einige Wechsel in ihren Reihen hatten, hat man von der Spielanlage schon gesehen, dass die Mannschaft weiß, wo der Ball hin muss. Einige ballsichere Typen da drin und immer wieder auch gefährliche Leute, die aus der Tiefe kommen. Insofern war das für uns ein echt harter Kampf. Wir haben 0-1 hingelegen nach einer Standardsituation. Wieder das, glaube ich, das tut uns nicht gut, wenn man zweimal 0-1 verloren hat in den ersten beiden Spielen und liegt es dann nach 20 Minuten wieder 0-1 hinten. Dann kann schon mal sein, dass die Köpfe runtergehen. Das ist nicht der Fall gewesen. Die Mannschaft hat versucht, weiter an sich zu glauben, ihren Spielstil zu verbessern. Und ich glaube, dass die Mannschaft sich einen Punkt redlich verdient hat. Ich denke, dass die Jungs, die reingekommen sind, auch nochmal für Schwung gesorgt haben. Und das ist für uns eben auch nochmal eine gute Situation, dass wir wissen, wir haben auf der Bank jetzt ein paar Jungs, die auch so ein Spiel wieder drehen können und dann Tempo reinbringen. Ob das Eddie ist, ob das Lena Tekerci war und natürlich auch der Jesse, der sein erstes Spiel für uns, Drittligaspiel gemacht hat, wo man sehen konnte, was für eine Qualität auch der Jesse hat. Insofern gab es für mich eher einige positive Dinge. Jerome hätte sicherlich auch nochmal treffen können zum 1-1, glaube ich. Wir brauchten jetzt einen Elfmeter für uns und das war gut, dass wir zumindest einen Punkt haben, dass wir alle wissen, es geht nicht im Standardergebnis 0-1 für Preußen Münster, sondern die können auch Tore machen und das ist ein Anfang für uns gewesen. Ja, für mich war das Gefühl wirklich in der Woche oder vor dem Spiel jetzt, dass wir sagen müssen, ey, jetzt geht es erst richtig los. Ja, wir haben, wie gesagt, ein bisschen was einstecken müssen, wir haben uns ein bisschen sammeln müssen und neu orientieren müssen. Ich glaube, das ist gelungen und jetzt geht es voran und dann hoffe ich, dass wir in Groß-Asbach wieder ein gutes Spiel machen und vielleicht auch mal 3 Punkte mitnehmen. Danke. Portiert, 5-0 in die Startelf gebracht. Die größte Überraschung für uns alle war das den Bohmheuer. Mal ein Wort zu ihm. Warum hast du ihn gebracht und wie warst du zufrieden mit seiner Leistung? Ganz einfach, ich habe auch schon bei der Pressekonferenz gesagt, dass wir auch da diese englische Woche seit 10 oder 18 Tagen geplant haben, auch mit meinem Trainerteam, mit dem Scout-Abteilung, weil wir haben auch gewusst, gegen wer wir spielen, was für Typen wir brauchen. Und ja, wenn man beobachtet, welche Spieler heute nicht dabei waren, Nico Kroos letzte Saison hat nicht so viele Einsätze gehabt, über 90 Minuten, jetzt auf einmal zweimal 90 Minuten hat er gespielt. Enis Kairi war auch lang verletzt. Ich denke auch, Entscheidung mit Bonheuer beginnt. Kräftige und starke Grimaldi war auch sehr wichtig und hat sich auch belohnt. Ich gratuliere Bomi nicht nur, dass er gutes Spiel gemacht hat, sondern auch Tor für uns gemacht hat. Und
Arbutat muss sowieso heute raus, weil er leicht angeschlagen ist, wenn wir sehen, wie lange bei ihm dauert. Und ja, Brock auch für Wiegel, wo auch letzte Saison auch nur ein einziges Spiel gehabt hat oder gespielt hat. Und ja, Iluchenko und da draußen und Brandstetter. Eigentlich haben wir, ich denke, auch so rotiert, wie wir haben möchten. Und ich bin froh, dass alle mitgezogen haben und haben wir auch gleiche Konstellation gehabt, gleiches Spielsystem und gleiche Ballbesitz wie die Spiele davor.